Hey, yo Leute, SamX hier und herzlich willkommen zum letzten Pack-Opening vom Team of the Tournament in Copa America. Es gibt ja noch die gleichen Spieler wie damals, also ich würde sagen, wir reden nicht lang rum und starten direkt in unsere 5x100k-Packs rein. Wir müssen da was drin ziehen, sonst gibt langsam mal unser Messi-Account auch auf und ich brauche wieder einen neuen Account. Also, fangen wir direkt an, wir glitschen hier ein wenig rum, das funktioniert bei manchen YouTubern. Und, so, bitte. Bitte, yay, bitte. Schenk uns was Gutes und wir bekommen Tevez. Der Shit. Nur Scheiße in dem Pack. Boah, ich muss erstmal checken, ob meine Transferliste voll ist. Okay, ich sehe zum Glück nicht. Dann kann ich das alles abstoßen. Denn Tevez ist auch nichts wert. Okay. 100k schon mal verschwendet. Doch, wir machen das nächste direkt auf. Bitte, ich schau nicht hin, ich schau weg. Ich schau jetzt weg. Bruh. So, das Pack müsste geöffnet sein. Und ich schau wieder hin. Und was haben wir drin? Philipp Lahm sehe ich schon mal, wenn das das Beste war. Dann kann es doch wohl nicht wahr sein. Doch, die besten Spieler kommen immer zum Schluss. Oh, der hat gewechselt, sehe ich gerade. Oh nein, jetzt kriegen wir schon die Duplikate. Und hier war auch nichts drin. Gar nichts, echt. Tja, der einzige, der wohl was wert ist, wahrscheinlich. Der Arme, aber der ist wahrscheinlich auch nichts mehr wert. Ja, nehmen wir einfach mit. Und den Rest können wir dann abstoßen. Und. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es machen soll, aber ich denke, wir machen mal wieder ein Skip-Pack und Skip. Und. Oh, Suarez! Alter, Suarez Hazard! What the fuck? Oh mein Gott. Ey, Hazard ist extinct, so ich weiß. Okay, Suarez nicht, aber Hazard. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher. Okay, mittlerweile gibt es ihm wieder die Price Range. Hat sich, glaube ich, geändert. Vielleicht haben wir noch was drin. Ne. Aber Alter, Suarez und Hazard in einem Pack. Alter, Suarez und Hazard. Oh. Der kommt auf die Transferliste. Und der kommt auf die Transferliste, die jetzt voll ist. Dann kommt der in den Verein. Tja. Warte, nochmal kurz checken alles. Ja, nix sonst. Calhanoglu. Alles unter 80. Außer Gerard, der ist nichts wert, oder? Ja, Transferliste voll. Können wir gerade nicht nachschauen. Stoßen den Rest ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich meine Transferliste geleert habe. Denn. Ist jetzt ein bisschen blöd, wenn meine Transferliste voll ist. Also dann bis gleich, Freunde. So, Freunde, ich habe meine Transferliste geleert. Also es ist geleert. Ich habe 9 Spieler weggeworfen. Und wir öffnen noch ein Pack. Das vorletzte. Im vorletzten hatten wir damals Messi. Messi, bitte. Und wir bekommen Man of the Match Isla. Nice, Alter. Man of the Match Isla. Fake Hazard. Danilo von Real Madrid. Geile Packs am Start heute. Alter, der ist aber auch 5000 wert. Richtig geiler Spieler, aber der kommt bei mir auf jeden Fall in den Verein. Isla, Alter. Richtig geiler Spieler. 84 Tempo. Perfekt. Oh, Price Range nicht perfekt. Tja, der geht auch nicht mehr weg. Wir machen einfach auf die Transferliste. Sonst haben wir Alba, der wird auch mal was wert. Na, es geht, den kann man auch mal drauf senden. So. Sonst kurz war auch nichts wert. Ist Zali. Okay. Letztes Pack, Freunde. Unser allerletztes 100k Pack. Für heute. Ich schaue wieder weg. Und Augen zumachen. Oh! Oh mein Gott! Wir ziehen einfach Man of the Match. Bravo. Alter. Heute regnet die Man of the Match sind die Inform und die guten Karten. Man of the Match, Bravo. Ja, der geht nicht weg, da er ein besseres Team of the Season hat. Aber Alter, einfach mal Man of the Match, Bravo gezogen. Nice, Alter. Ich habe gerade mal noch 5 Packs seit vorhin aufgemacht. So, unsere letzten 2 15k Packs, die wir aufmachen werden. Dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Und die waren auf jeden Fall auch nice durch Bravo Man of the Match. Und vielleicht haben wir in denen noch mal was drin und hier bekommen wir nur
de Foyer. Keine Ahnung, abstoßen. Das war nix. Vielleicht holen wir also noch drei. Na, ich überlege gerade noch. Skip. Und wir sehen Boateng und Salah. Boateng. Preisvergleich. Oh mein Gott, Alter, was ist mit denen los? So, wie viel Platz habe ich noch auf? Oh, da ist gar nichts wert. Aber Alter, 93 Tempo. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Vielleicht haben wir noch was in den Duplikaten mit ein bisschen Glück. Ne. Das war auf jeden Fall ein schönes Ende für dieses Pack-Opening. Hat sich auf jeden Fall... Ja, es waren schon geile Spieler dabei, aber gelohnt hat sie jetzt auch nicht wirklich. Wir haben ungefähr wieder die Coins drin, die wir am Anfang hatten, aber auch nicht mehr bekommen. Es war trotzdem ein geiles Pack-Opening mit insgesamt zwei Man-of-the-Match-Karten. Mit Hazard, mit Suarez. Richtig geiles Pack-Opening eigentlich ja schon. Da es ja so coole Packs gab halt. Und hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ups, ich kaufe mir keine FIFA-Points. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Wenn das dann vielleicht Footies heißt. Bei den Footies werden wir dann natürlich auch noch Packs ziehen, wenn da 100k Packs kommen. Aber da hole ich mir dann wahrscheinlich noch einen anderen Mule-Account. Hier sehen wir nochmal, was wir gezogen haben. Mauricio Isla, Luis Suarez, Eden Hazard, Philipp Lahm, Diego Costa. Okay, das habe ich privat gezogen. Otamendi in Form von letztem Mal. Auf jeden Fall ziemlich geile Spieler waren dabei. Und damit verabschiede ich mich für dieses Pack-Opening. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und... Euer Samix ist raus.